gehen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Ziel. Aber wie können wir gucken? Haben wir irgendwie ein Fernrohr oder so? Wir haben nur diesen Kompass. I'm not sure, but I think it's pointing towards Melee Island. Okay. Untersuche Kompass. When you set sail for good value, all winds blow towards stands. Warning: contains strong magnet which may interfere with other navigational equipment. Okay. Also wenn ich benutze mache, dann geht dieser Kompass. Kann man diesen Kompass mit nichts kombinieren. Das heißt, man muss ihn abgeben wahrscheinlich. Wenn man abgeben muss, dann ist es wahrscheinlich ein Fake-Kompass. Da kann man jemanden damit verwirren. Beziehungsweise unsere Crew vielleicht. Pamphlet. It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. Schatz suchen leicht gemacht. Ist das Feuer jetzt weg, oder? Nö, ist noch da. Yikes! Okay, dadurch werden wir jetzt halt. Gib. Diesen Kompass an rebellische Schiffscrew geht nicht. Scheiße. Servus, na alles cremig. Servus, Computerspieler. Aber derwe. Schön, dass du auch noch vorbeischaust. Ich bin gerade auf der bei der Quest praktisch, dass wir unsere Schiffscrew überzeugen müssen, dass sie arbeitet. Und ich habe die Kanone geladen. Ich weiß nicht genau, was man denn machen könnte. Ich dachte schon fast, wir können jetzt den Kompass für irgendwas brauchen. Weil der zeigt nämlich in die falsche Richtung und wir könnten eigentlich woanders hin navigieren. Aber ich weiß nicht, was wir jetzt machen könnten. Weil benutze Kompass geht nicht mit der Schiffscrew. It's called How to Get Ahead in Navigating. Klarer Kopf beim Navigieren. Vielleicht öffne das Buch. Öffne. It's called How to Get Ahead in Navigating. Wenn du einen Tipp brauchen kannst, einfach sagen. Ja, gerne, gerne. Ganz kurz schauen. Okay. Mein Laptop hat bloß noch 4% Akku, aber ich kann noch den Chat erkennen. Noch kann ich den Chat sehen. Ich dachte mir eigentlich, wir könnten die Crew irgendwie verarschen. Aber wie? I think I'll be getting back to tending the ship. Also die Crew möchte ganz gern eine Kreuzfahrt machen. Und sie soll aber eigentlich arbeiten. It doesn't seem to open. So. Stan's previously owned vessels. I won't shut up until I've made you a deal, Stan. Hast du die Frühstücksflocken mal aufgemacht? Kann man die aufmachen? Ups. Kann man die aufmachen? Crunch, 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 crunch. Great! A toy prize inside. Oh, ist ein Preis drin. Ein Preis? This is no prize. It's a small key with a finely engraved monkey on it. Oh. Okay. Ein Schlüssel. Wir hatten doch irgendwie. Das hier war doch irgendwie verschlossen, oder? Der Schrank. Benutze kleiner Schlüssel mit Schrank. Aha. Geil. It looks like a very heavy metal chest. Okay. Öffne Metalltruhe. Aha, jetzt kommt's. Man, that's heavy. Filled no doubt with golden jewels. Und? Untersuche. Untersuche Truhe. Hey, look, a piece of paper. Aha. Schon and wieder. Some cinnamon sticks. Zimtstangen. Aha. Noch was denn? It's too heavy to carry anywhere else. Okay, dann nicht. Was ist das?
untersuche. I can't move it. Sollst es lesen, mein Freund. Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. One cinnamon stick. Four leaves of mint. One human skull, pressed. One squirt squid ink. 2 pints monkey blood. Mmm. 1 live chicken. 3 ounces brimstone. 1 or more of the following. Pyridoxine hydrochloride. Zinc oxide. Yellow 8. Mine mononitrate. And BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of 4. Okay. Also, das war diese Zutat, dieses Rezept, das man, das vorher schon erwähnt wurde. Statt dieser Karte gab es nämlich ein Rezept zu Monkey Island. Bloß was sollte das heißen? Wir gehen mal zur Küche, Gaudi-mäßig. Moment, ich rede die mal an. Ah, ich habe eine Karte gefunden. Found a map to Monkey Island. So? Yeah. Aha. So? Okay, danke für nichts. Okay, wir gehen jetzt mal zur Küche und hauen jetzt mal zumindest die Zimtstangen rein. Benutze Zimtstangen mit Kochtopf. I love cinnamon. Zimt. Wer mag denn kein Zimt? Okay, den Rest haben wir ja nicht. Außer ein Huhn, wir haben doch ein Huhn. Nutze Hühner auf Kochtopf. About time I got rid of this worthless artifact. Genau. Benutze Pfefferminz mit Kochtopf. Good thing I've got a million of these. Top. Was hat man noch als Zutat? Directions to Monkey Island. Zimt, preheat pot to 450 degrees. Schädel. Add the following ingredients. 1 cinnamon stick. 4 leaves of mint. 1 human skull, pressed. 1 squirt Pinte squid ink. 2 pints monkey blood. Tinte, Affenblut. Tinte hätten wir. Affenblut könnte schwierig werden. Tinte mit Kochtopf. Just a drop. Just a drop. Benutze die Feder vielleicht. Okay, ich schmeiße einfach alles rein, ist mir wurscht. Was hätten wir denn noch? Wie könnten wir Affenblut simulieren? Pamphlet. Ach, mit dem Klammerentäfter vielleicht einen Affen klammern, ich weiß nicht. It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. Was brauchen wir noch? Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. 1 cinnamon stick. 4 leaves of mint. 1 human skull, pressed. 1 squirt squid ink. 2 pints monkey blood. 1 live chicken. 3 ounces brimstone. 1 or more of the following. Wo ist ein Schwefel drin? Schießpulver? Ja. I don't see anything special about it. Schießpulver. Natürlich. They look like kegs of gunpowder. Öffne. Fässer. I'll take some more. So, sehr schön. Dann benutze Schießpulver in Kochtopf. Jetzt haben wir noch irgendwie Affenblut. Mal testen. Vielleicht müssen wir jemanden für den zwicken. Benutze Klammerntäfter mit. Der hat doch so einen Affen drauf. No staples to be removed. Schade.
dachte, ich kann den irgendwie zwicken, dass er blutet. Benutze. Kleiner Schlüssel? Nee. In der rebellischen Crew. This key doesn't seem to fit in there. Okay, ist vielleicht in diesem. Diese Schatztruhe, in dieser dunklen. Nee, in dieser schwarzen Truhe noch irgendwas. Die hatten wir ja auch noch. Jetzt haben wir ja diesen Schlüssel. Kleiner Schlüssel in schwarze Truhe. This key doesn't seem to fit in there. Ah, schade. Und hier vielleicht? Truhen, Fässer. Truhe, Truhe. Da ist noch eine. This key doesn't seem to fit in there. Ach, das hat man schon. Da ist nichts mehr drin, there's oder? Some very fine wine in here. Oh. I'll grab it. Okay, wir hatten doch noch was. Noch irgendwas? I can't pick that up. Okay. Affenblut, Wein. Hm. Könnte passen. Benutzen wir eben hier noch das mit Ruhm. This key doesn't seem to fit in there. Okay. Öffne Wein. Ah, nice bouquet. benutze Wein mit Topf. I'm only gonna put this on if I really have to. Okay, dann ab in die Küche. Ich sehe jetzt gerade nichts mehr vom Chat. Moment. So. Okay, jetzt sehe ich wieder was vom Chat. benutze Wein mit Kochtopf. That should be enough. Mhm, das sollte reichen. And now. Die sind immer noch da. Gehen mal zum Ausguck. Ist jetzt irgendwas? Nö. Also wir hätten anscheinend die Zutaten. Directions to Monkey Island. Preheat. Okay, reicht für 4 Seebären. Sollten wir vielleicht schlafen? I don't think they're gonna be any help. Hm. What was that? Nothing. Nix, nix. Okay. Die leckeren Chemikalien. Ach, die müssen wir auch noch zugeben. Chemikalien. Vielleicht im Buch, wo ein Haufen Chemikalien drin sind? Nee. Chemikalien. Boah, keine Ahnung. Ich dachte, der hat schon alles drin. Naja. Was und ein gepresster menschlicher Schädel. Ach stimmt, das fehlt ja auch noch. Dann hat er das, dieses, das sollte reichen, nur zu dieser einen Zutat wahrscheinlich gesagt. Zum Wein. Das könnte vielleicht sein. Dann der gepresste menschliche Schädel. Boah, keine Ahnung, wo der noch ist. Müssen wir mal testen. Und die Chemikalien. Don't know. Don't know. Müssen wir rausfinden zum nächsten Mal.